Vom Feld ändert sich nichts, aber auf der Brust hat es ein neues C drauf. Wie ist es zu dem gekommen, dass Simon Moser jetzt Captain Messi ist? Ja, da musst du den Trainer fragen, der hat das bestimmt. Aber ich nehme die Aufgabe sicher gerne an. Was erwartet ihr oder was musst du vielleicht jetzt anders noch machen als vorher? Ja, aber du hast gesagt, auf mich bleibt es beim Gleichen. Ich werde einfach immer Vollgas gehen. Und neben mir ja, vielleicht ein bisschen mehr Interviews, vielleicht ein bisschen herstehen. Aber ich freue mich auf die neue Arbeit. Captain schon mal gesehen, nämlich bei Langnau, jetzt glaube ich 10-11 oder einfach die letzte Saison Nazian. Also schlussendlich weiss man, was für ein Amt das ist. Ja, sicher. Ich habe eine gewisse Erfahrung von Langnau her noch. Wobei jetzt ist es ein bisschen anders. Es ist, ja, ist für mich auch recht überraschend gekommen. Ich hätte es nicht gedacht, aber umso mehr Freude habe ich jetzt. Es ist quasi auch eine Ehre, wenn man, oder auch noch soll ich sagen, Anerkennung, wenn man das Amt nachher, so einen Verein nachher bekommt. Ja, sicher. Eben. Es ist, für mich ist es eine riesen Ehre, hier bei Bern Captain zu sein. Es ist eine riesen Organisation, auf und neben mir. Und ja, ich bin auch ein bisschen stolz darauf. Ja. Bist du vorher schon mal das Wort ergriffen in der Kabine, wenn es nicht gelaufen ist? Ja, eher weniger. In Garderobe sage ich nicht so viel während der Matches. Ich bringe es eher ein bisschen auf die Eis, aber ja, ich probiere auch in dir auch reinzuwachsen. Ja. Und in dem Fall auch das Bindeglied vorher schon gesehen, eben das Neue mit dem Trainer. Das ist auch noch wichtig, dass man eben einen guten Draht zum Trainer hat. Genau, er ist einer, der sehr Wert darauf legt, dass eben, ja, die Verbindung zwischen Captain und Trainer sehr eng ist. Und ja, probiere das herzubringen.